Einer unserer User, der will wissen, was er mit den Sachen seiner Freundin machen soll, die bei ihm ausgezogen ist und ihre Klamotten einfach nicht abholt. Da waren wohl auch noch ein paar Möbelstücke dabei und die nehmen ihm jetzt Wohnraum weg. Nun, er kann seine Freundin, und das muss er auf jeden Fall tun, zunächst einmal auffordern, die Sachen abzuholen binnen einer gewissen Frist. Tut die Freundin das nicht, dann kann er zu einem Speditionsunternehmen gehen und doch die Sachen unterstellen lassen. Das hat natürlich einen Haken, das kostet Geld. Und manchmal hat man dieses Geld ja nicht. Was kann man denn dann tun? Dann kann man zum Beispiel einmal schauen, wie viel Raum nehmen die Sachen ein, die die Freundin bei einem hat stehen lassen. Und für diesen Raum, den ich nicht nutzen kann, dafür kann ich Schadensersatz verlangen. Und das kann ich dann der Freundin schreiben. Reagiert die nicht? Dann kann ich zum Anwalt gehen und genau diesen Schaden einklagen. Was ich auf gar keinen Fall machen darf, ist, die Sachen einfach vor die Tür stellen oder sie wegschmeißen. Wenn ich das tue, dann mache ich mich schadensersatzpflichtig.